übrigens, das ist noch was, was ich gerne erzählen möchte. Runden überspringen, schon seit Runden sollte er das machen. So, was wollte ich genau? Bauarbeiter wollte ich, Handwerker. Wollte ich noch bauen. So. Leute, schreibt mal in den Chat, wie geht's euch so? Müsst ihr nicht mal ein Gönner geben. Seid ihr noch da? 110 nach Christus, also es geht voran. Sind doch schon bei Runde 203 inzwischen. So. Guten Abend, guten Abend. Der Damian. Ja, Entschuldigung, es ist spät, ich habe Leseprobleme. Also, ich hätte auch Leseprobleme, wenn es nicht spät wäre, sagen wir es mal so. Aber guten Abend. Wie geht's dir denn so? Schöne Überleitung. So. So. Ach, jetzt kommt hier oben ein Gewässer. Ah, da geht's nicht mehr voran. Okay. Gehen wir unten rum. Gewässer. Ich muss echt jetzt mal Sachen bauen, die keinen Unterhalt brauchen. Mal. Jetzt mangelt es mir echt an Geld. So. Mir geht's gut und euch? Ja, also mir geht's. Frank, du zuerst. Ja, doch. Also, ja. Es läuft. Den Umständen entsprechend. Den Umständen, genau. So. Also mir geht's auch vorzüglich. Schöner Stream, nette Leute dabei. Hilfreiche Leute dabei. Also, mir könnte es nicht besser gehen. Strategie erfordert Nachdenken. Militärtaktik haben wir jetzt gemacht. Und jetzt könnten wir... Ich nehme jetzt mal Steigbügel. Weil es dauert 15 Runden. Ich kann dann Ritter eine Rittereinheit machen. Ja. Vielen Dank für deinen Host. Vielen Dank. Danke sehr. So, jetzt muss ich mal im Chat drüben runterscrollen. Dann sehe ich ja gar nicht alles. So. Also, dann können wir einen Ritter machen und Ritter hat halt Nahkampf 48 und Fortbewegung 4. Also Steigbügel? Ja. Übrigens an den Chat nochmal. Danke fürs Kompliment mit der angenehmen Stimme und nettes Spiel. Gut. Dafür kann ich jetzt nicht so viel für das Spiel, aber auch dies werde ich. Ich kann es ja weiterleiten. Ja, aber dafür darfst du spielen. Ja, dafür kann ich was. Es hätte auch ein anderes Spiel werden können. Aber es ist nicht, weil Civilization ist einfach viel zu cool, um anderes zu werden. Also, ja. So. Und mal einen Schluck trinken. Ja, Flüssigkeit ist wichtig. Immer nach dem ZDF-Prinzip. Zuerst die Flüssigkeiten. Genau. So. Abkommen aushandeln, offene Grenzen hätte ich gerne. So. Guckt immer so böse und auf einmal so nett, das ist richtig unangenehm. Hier, der Elefant soll nichts machen, aber die Siedler. Nee, das ist ja jetzt der Elefant. Der soll auch nicht, die Siedler, der soll... Ich werde den, der da drunter steht, genau, die Siedler, zack, so. Bewegen. Und dann nach hier. So, hä? Okay. Ah, okay, sind jetzt militärische Einheiten. Da müssen wir uns ein wenig... Müssen wir ein bisschen gucken, was wir da machen. So. Und... Ah, genau, unsere Handwerker sind fertig. Okay, sollen wir hier einen Bauernhof bauen oder einen, einen Stufenbrunnen. Wo sind unsere Siedler? Stufenbrunnen oder Bauernhof? Ich finde, Bauernhöfe sehen ja schöner aus.
Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie immer schöner. Und die bringen wahrscheinlich auch mehr. Nee, bringen sie halt nicht. Plus 1 Nahrung und gewährt 0,5 Wohnraum. Und Stufenbrunnen plus 1 Nahrung gewährt 1 Wohnraum. Aber ich finde es irgendwie hässlich, wenn überall Brunnen sind, als wenn überall... ich finde es irgendwie schöner, wenn überall Bauernhöfe sind, weil das irgendwie auch realistischer. Man stellt doch nicht die ganze Stadt voll mit Brunnen, man hat eher überall Felder und so. Deswegen nehme ich auch hier einen Bauernhof. So, und die Frage hat sich erledigt. Das, boah ja, das ging ja wie das Brezenbacken. So. Jo. So, die bekommen nichts. So, die Speer hier, die dürfen sich gerne fortbewegen. Und hier hinten mal ein bisschen erforschen. So. Produktion beendet. Unsere Stadt sieht schon sehr modern aus. Also, Verhältnis zum Anfang. Es wird echt immer schöner. Echt ein fantastisches Spiel. So. Was wollte ich machen? Genau, eine Produktion wählen. So, da können wir Wassermühle, wurde uns ja damals vorgeschlagen. Also, das ist jetzt auch so. Und ich würde gerne hier nochmal schnell was gucken. So. Und es flackert mal wieder. Ja, ist so. Müssen wir mit leben, dass es manchmal flackert, wenn ich einmal raus habe. Aber ich finde derzeit unfreundlich. Aber halt einer auch erklärter Freund, weißt du? Also ich finde, so schlecht sieht es für uns derzeit gar nicht aus. Bauernhof, Stufenboden. Warte mal. Ist halt angeblich das ideale Feld für einen Stufenboden. Gut, Stufenboden gebaut. Ich weiß nicht, irgendwie, ich finde diese 2D-Kartenansicht ist auch, die hat irgendwie auch was, ist auch eine hübsche Ansicht. Aber so die ganze Zeit damit spielen, wäre dann irgendwie schon ein bisschen langweilig. So, wartet. Gleich nochmal kurz flaggern. So. Zack. Und das flackert sehr schön. Einheit benötigt Befehle. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier kommt denn Bernhard Meer oder so dazwischen. Nein. Ich will damit zurück. Das war ein dummer Zug. So. Und wir sind gleich an der Position, wo wir siedeln wollen. Wir haben es geschafft. Nächste Runde. Vielleicht noch ein, zwei Runden haben wir es geschafft. Und in ein, zwei Runden sind wir tatsächlich auch bei 1500 vor Christus. Dann hören wir jetzt mal auf mit Civilization. Mal gucken. Vielleicht wollen wir noch ein anderes Spiel, was wir kurz spielen, aber... Ach so, ach, das ist ja, gehört ja nicht mehr zu unserem Land. Das ist doof. So. Hätte ich gern noch Wege hin, damit wir uns schneller fortbewegen können. Wir können ja mal den nach Kairo modernisieren. So. So, es dauert noch eine Runde, dann können wir unsere Trüffel und so anbauen. Genial. Frank, lebst du noch? Ich bin doch da, ja. Einfaches Nein hätte gereicht. So. Und Bauernhof, Stufenboden, Bauernhof. Sieht einfach schöner, eleganter aus im Bauernhof. Und wir können jetzt schon die Stadt gründen. Es ist so genial. Ach nee, warte, ist ja schon nicht so. Also, Stadt gründen. You tread on dangerous waters in the face of England and her loyal colonies. Ihr begibt euch angesichts Englands und seiner loyalen Kolonien in gefährliche Gewässer. Auf Wiedersehen. Okay, wir haben jetzt Jabalpur oder so, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. In der Nähe von Amerika und England findet es wahrscheinlich nicht so gut. Aber
Okay, was wir natürlich jetzt nicht so bedacht haben. Wir haben ja jetzt auf einem ganz anderen Kontinent gesiedelt, ja. Ja. Aber okay, müssen wir jetzt mal mitleben. So, und egal was wir machen, als ob. Als ob. Das schnellste, was wir machen können, ist ein Speer und der dauert 30 Runden. 30 Runden. 30 Runden. Das ist das Schnellste, was wir machen können. So klein. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das Zweitschnellste, was wir machen können. Das Zweitschnellste ist ein Monument mit 60 Runden. An Speer brauchen wir. Na gut, los. Wir nehmen den Speer 30 Runden. Danach geht's dann schneller. So. Die Naturgeschichte dieses Archipels ist sehr bemerkenswert und scheint eine kleine Welt für sich zu bilden. Wir haben eine Insel entdeckt. So. Mit Vulkan und so. Warte, wie heißt's? Habt ihr gerade aufgehalten? Galapagos-Inseln oder so. Na gut. Da, Leute. Galapagos-Inseln. Gibt's die? Das ist natürlich sehr schön. Mhm. So, eigentlich ist es jetzt der ideale Zeitpunkt, um die Aufnahme und auch um das Spiel im Stream zu beenden. Wobei es ist eigentlich rechnerisch gesehen gar nicht. Ich habe auf die falsche Uhr geguckt, aber egal, wir hören trotzdem auf. Wir sind jetzt bei 1500 und bei 211 Runden nach, ich denke, wir sind jetzt schon bei locker 20 Folgen. Und eventuell sind diese Folgen sogar täglich zwei gekommen. Ich weiß ja nicht, aber danke, dass ihr in der Aufnahme dabei wart. Ich denke, es geht jetzt direkt weiter, wenn ich richtig schneide. Oder wenn nicht, dann geht es nicht direkt weiter. Aber danke fürs Zuschauen und Frank, dir gehören wie immer die letzten Worte. Also von mir, ciao. Ich danke euch auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Jo Leute, und da sind wir wieder bei Civilization 6. Und ja. Erstmal Frank ist natürlich wie immer dabei. Hey Leute. Und wie immer natürlich auch Live-Let's Play. Und ja, ich glaube, das ist jetzt sowieso direkt an der letzten Folge. Also nicht lang schnacken. Controller in Nacken oder so. Keine Ahnung. Ihr spielt zwar mit Maus und Tastatur, aber scheiß drauf. Egal. So. Runde 211 und 1500 nach Christi. Das ist natürlich erstmal eine gute Bilanz. Und wir geben tatsächlich derzeit viel zu viel aus irgendwie. Okay, aber nächste Runde machen wir erstmal. Uah. So, hat sich denn irgendwas geändert? Noch nicht. Ihr solltet woanders nach Land suchen. Entschuldigt, ich werde in Zukunft woanders nach Land suchen. Ja, machen wir mal. Auf Wiedersehen. Euer Volk lässt sich zu nah nieder. Ihr solltet woanders nach Land suchen. Mein Volk lässt sich nieder, wo auch immer es ihnen gefällt. Wenn ihr unsere Grenzen nicht respektiert, respektieren wir euch nicht. Das ist aber nicht... Scheiße. Frank, wir haben doch gesagt, wir gehen da in die Lücke, ja? Zwischen ja. Arabien und so. Das war nicht gut. War nicht gut? Das, wir sind da halt viel zu dicht... Ach, was ist eigentlich mit dem anderen? Wir sind da viel zu dicht an den ganzen anderen Ländern. Das war keine gute Idee. Das hätten wir nicht machen. Und die Ecke da mit dem... Die Ecke da mit diesem, mit den guten Ressourcen? Ja, ja, die meine ich doch. Ist einfach viel zu dicht. Aber die waren da vorher noch nicht, als wir uns das, als wir den Dings dahin geschickt haben, den Speer. Nee, die sind da ja auch immer noch nicht, aber die finden halt, wir sind denen zu dicht dran. Was natürlich auch ein bisschen stimmt, ja. Weiß nicht, jetzt wäre natürlich die Möglichkeit. Geht es? Kann man die Stadt abreißen oder so? Ich weiß ja nicht. Das ist vielleicht wirklich ein Fehler gewesen, das so nicht dicht dran zu bauen. Das Problem ist halt, hier ist echt alles zu. Das, die einzige Möglichkeit, dass wir noch vernünftig Land bekommen, ist eigentlich Krieg. Weil hier oben
Frankreich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Städte unter Kontrolle. Ist einfach zu viel. Ach Mann. Mensch, hätte ich das gewusst, denn... Also eine Stadt sterben zu lassen, wäre natürlich nicht gut. Na, nee, ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Das heißt, wir müssen uns irgendwo anders ausbreiten. Wir brauchen, müssen irgendwo anders gute Ressourcen finden und Städte gründen. Ja, das Problem ist, dass halt... Dass wir denen auch noch entgegentreten können. Also irgendwie, die rotten sich da zusammen. Und auf diesem Kontinent ist überhaupt kein Platz mehr. Na, das ist echt, da ist echt überhaupt kein Platz. Hier oben sind die unsere drei Städte, dann ist da unten in der Ecke am Wasser noch ein bisschen was, wo eigentlich an Ressourcen und so nichts ist. Also nichts, was wir brauchen. Dann kommt oben England, was eigentlich da oben die Ecke einnimmt. Dann kommt Frankreich und so, was uns oben komplett praktisch alles kaputt macht. Wenn wir Frankreich angreifen, sind wir ja praktisch das ja. Können wir uns ja gleich selbst umbringen. Naja, und dann. Na, das war's halt. Unten Frankreich und dann noch Kairo, was wir eigentlich schon längst machen wollten. Aber da fehlen uns einfach die militärischen Kräfte. Ich denke, wir müssen nochmal einige militärische Truppen machen und die dann wirklich probieren niederzuhauen. Weil im Moment sind wir echt schlimm dran, möchte ich sagen. Ja, sind wir auch. Ach Mensch. Wir können uns nicht mehr ausbreiten. Die ganzen Städte können sich nicht mehr ausbreiten. Die können nicht mehr wachsen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht für die Zukunft eventuell, also ist jetzt nur eine Idee. Vielleicht, wenn wir merken, irgendwie, es fährt sich fest. Es macht irgendwie, es geht nicht mehr richtig voran, dass man vielleicht auch mal sagt, dass wir eventuell die Runde, dass wir nochmal eine neue Runde machen vielleicht. So bei Folge 25, 30 oder so. Vielleicht wird es ja... Ich weiß, es ist jetzt nicht die beste Möglichkeit, aber... Aber es geht ja jetzt auch derzeit praktisch gar nicht voran, ne? Dadurch, dass wir... Also im Prinzip... Dümpeln war da irgendwo im Niemandsland. Ja. Wir haben eigentlich gar nicht so viele Städte, ne? Also es ist... Ne, hier unten ist halt Kairo. Dann kommt Washington. Also praktisch die USA, wo ich mich echt nicht traue, die einzunehmen. Und mal gucken, haben wir mit... Ja, die sind so gut verbündet. Ich denke mal, das wird schief gehen. Abkommen aushandeln. Ich würde gern offene Grenzen. So, auf Wiedersehen. So, jetzt kann ich nämlich mal mit einem Speer da rein in Amerika und kann dann mal ein wenig schauen. Aber nee, ich denke, der Lauf hat gar nicht so schlecht angefangen und so, aber wir haben halt eigentlich eine echt beschissene Position dadurch, dass wir ja komplett eingekesselt sind irgendwie. Wir kommen ja gar nicht raus. Rein theoretisch müssten wir mit deshalb habe ich immer eigentlich eine riesige Karte genommen, um eben mehr Platz zu haben, dass die mir da nicht gleich auf die Pelle rücken. Praktisch das Einzige, was wir machen können, ist, ist halt einen Siedlertrupp zu nehmen und den irgendwie auf einen ganz anderen Kontinent irgendwie, die Map ist ja riesig praktisch noch, den praktisch ganz woanders nochmal zu schicken. Haben wir die vernünftigen Schiffe dazu, um da hinzukommen? Weil so eine blöde Galeere, die muss ja immer an Land bleiben oder an Landnähe bleiben. Na, das geht ja auch nicht, stimmt. Ach, keine Ahnung. Sonst sehen wir alt aus. Irgendwie hängt sich das ganze, die ganze Runde hier ein bisschen auf. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade machen soll. Dadurch. Es dauert halt in den Städten gerade alles so lang und. Naja. Bis ich mal ein paar militärische Einheiten habe, dauert es Jahre. Ja. Die sind ja auch nicht gerade leicht zu machen. Und in der Zwischenzeit sind die so weit. Ist so. Das ist dann schon wieder. Gut, wir haben jetzt eine gute Stadtentwicklung, das möchte ich nicht abstreiten, aber. Ach man.
gibt halt noch viele Probleme. Einmal bei Hongkong gucken. Ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Haben wir noch irgendwo einen Platz, um eine Stadt zu gründen, oder? Ja, wir hätten hier unten noch einen Platz, wir hätten hier noch einen Platz, aber das sind alles Ressourcen, gibt's an den Plätzen nicht. Die Plätze sind wieder sehr, sehr dicht an anderen Städten und so. Es ist praktisch, wir sind hier unten in Indien komplett eingekesselt. Ist praktisch eigentlich. Und vor allem keine guten Ressourcen. Ja, sowas halt. Ist eigentlich nix. Ich möchte nicht sagen, extrem schlechter Lauf. Wir haben ja immerhin, das müsste jetzt Folge 19 schon langsam sein hier. Mit einem und denselben Lauf, aber. Und es läuft jetzt auch nicht wirklich schlecht für uns, aber. Ich werde nicht sagen, bisher läuft es gar nicht unbedingt schlecht für uns. Aber ich sehe halt in diesem Lauf keine wirkliche Zukunft. Ja, wir kommen nicht weiter. Unsere Entwicklung steht fest, hängt fest. Ah. Weiß nicht. Und wenn wir keine Städte gründen und nicht wachsen, machen die uns platt. Ja. Und die Stadt, die wir unten gegründet haben, die wollen sie nicht, weißt du? Warte mal, pass mal auf. Drück mal. Wenn wir den Fehlschlag nicht gehabt hätten hier mit dieser Stadt, also wenn wir die eingenommen hätten, dann wären sie wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Schüchterner gewesen, sag ich mal. Aber dadurch, dass wir die nicht einnehmen konnten, halten die uns natürlich jetzt für Luschen. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt erstmal auf Escape gedrückt, um ein bisschen vielleicht zu debattieren über diese Problematik. Oh, schön gesagt, oder? Ich weiß nicht, es geht aktuell nicht voran, weil wir zum einen müssen unsere Städte unbedingt größer machen, beziehungsweise müssten noch eine Stadt gründen, die vielleicht nicht gerade zwischen Kairo, Amerika und England und Frankreich ist. Ja. Zudem müssen wir Militär eigentlich ausbilden, um Kairo unten Platz zu machen, weil wir brauchen eigentlich da unten eine Stadt. Wir sind komplett eingekesselt. Ich sehe unseren Lauf gerade aktuell nicht unbedingt als richtig schlecht. Ja, dieses Spiel sehe ich nicht als wirklich schlecht an, aber ich sehe es irgendwie so, dass es da keine Zukunft gibt, selbst wenn wir ja noch 200 Runden spielen. Ja. Dann sind wir vielleicht im Jahr, welchen Jahr sind wir denn? In 200 Runden, im Jahr 3000 irgendwie, glaube ich. Haut es hin? Ja, irgendwas so in der Richtung. Dann sind wir vielleicht im Jahr 3000, aber erreicht haben wir denn, denke ich, nicht, sind wir nicht viel weitergekommen. Vielleicht sind unsere Städte denn hier ganz groß. Ja, vielleicht haben wir militärisch Kairo auch schon belagert, aber. Aber wir sind halt wahrscheinlich nicht größer geworden, weil gegen Frankreich, ganz ehrlich, wenn wir Frankreich hier, wenn wir in Paris oder Lyon oder so angreifen, dann greifen wir da an und dann kommt militärisch aus ganz Frankreich was. Dann kommt noch Kairo dazu, dann kommt noch hier Seoul dazu, oder ich weiß nicht, Entschuldigung, vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen, Karthago, die kommen alle noch dazu. Und vielleicht auch noch New York, man weiß ja nicht, was die für Einflüsse haben. Die haben uns dermaßen eingekesselt. Guck doch mal, wir können uns überhaupt nicht mehr ausbreiten. Wir können uns nicht ausbreiten, wir können nicht nach oben, wir können nicht zur Seite. Egal, wo wir hingehen, da ist ein anderes Land. Ja, ich denke auch, wir haben Kairo einfach viel zu spät angegriffen. Wir hätten Kairo früh, wo die noch klein waren, wo die noch keine Hilfe hatten und so, da hätten wir sie angreifen sollen. Man kann höchstens versuchen, die Schifffahrt voranzutreiben, um ein vernünftiges
Boot zu bauen, mit dem man auch auf anderen Kontinenten übersegeln kann. Oder halt eben. Ja, oder halt eben was. Ja, oder halt eben hier nochmal irgendwo am Wasser eine Stadt gründen. Das bringt ja aber nichts. Weil das da bringt auf anderen Kontinenten nochmal eine einzelne Stadt. Ganz ehrlich, da sehe ich auch keine Zukunft drin. Ich find, ja, da braucht man, also da müsste man wahrscheinlich gleich zwei Siedlertrupps hinschicken, ja, um gleich zwei Städte zu gründen. Bis wir da sind, dann sind die 200 schnell Runden auch schon um. Ja, ja. Also sehr schnell wachsen zu lassen. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie lange das dauern würde, den Schiffsbau zu entwickeln. Und halt eben vernünftige Schiffe zu bauen. Schiffsbau. Und bis dann der Schiffbau erledigt ist. Ja. Weil das Schiff muss ja dann erstmal gebaut werden. Ich weiß nicht. Hört sich jetzt vielleicht doof an, ich hier keine Zukunft drin sehe, aber macht's denn. Ich weiß nicht, das ist jetzt eigentlich mal eine Frage, die hört sich vielleicht ein bisschen absurd an, aber macht es denn Sinn, hier noch weiter zu spielen an der Stelle? Wahrscheinlich nicht, nee. Weiß nicht, ich will das Let's Play jetzt nicht beenden, so das soll es nicht heißen, aber vielleicht, dass wir mal einen komplett neuen Lauf vielleicht beginnen. Vielleicht nochmal mit Deutschland oder so. Also beenden will ich den Lauf nicht, so es ist wirklich nicht. Es macht ja, mir macht das Spiel, beenden möchte ich das Let's Play nicht, so ist ja nicht. Mir macht das Spiel Spaß, mir macht es Spaß, hier mit Frank abends zu sitzen, gemütlich aufzunehmen, auch ein bisschen zu quatschen nebenbei. Es macht mir alles Spaß, also beenden möchte ich das Let's Play jetzt wirklich nicht, aber so zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich für diesen Lauf zumindest keine Zukunft. Deswegen ist jetzt halt die Frage, ich könnte jetzt natürlich noch ein paar Tage warten, bis die Folge raus ist, und dann könnte ich erstmal abstimmen lassen und sagen, was die Zuschauer sagen, aber pass mal auf, wir machen es jetzt so, die Folge hier, mache ich jetzt als eine Folge, haue ich das raus, und ich beende jetzt erstmal diese Aufnahme, ich speichere den Spielstand und so, das ist ja alles kein Problem. Und wenn ich wirklich merke, Mensch, ich hätte es dann doch lieber Indien weitergemacht, der andere Spieldurchgang auch, oder wenn ihr in den Kommentaren bei YouTube schreibt, Mensch, warum hast du das gemacht, nimm doch lieber einen anderen Spieldurchlauf, denn nehme ich auch gern, mache ich bei Indien weiter, aber vielleicht so wie es gerade sind wir vielleicht ein bisschen festgefahren. Ich weiß nicht, ob es da noch so viel Sinn macht, und dann würde ich sagen, machen wir einen neuen Lauf, oder Frank? Das wäre wahrscheinlich. Ja. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, hier, nee, so richtig zumindest nicht. Es wäre zu aufwendig, genau, um weiterzukommen. Es geht nur schleichend voran. So. Ich sag mal, bis wir zu einem Zeitpunkt kommen, wo wir vernünftig weiterkommen, diese Zeit zu überbrücken, das dauert einfach Jahre. Und dann sitzen wir nochmal, das ist jetzt die 19. Folge, glaube ich, die auf YouTube hochgeladen ist. Und dann sitzen wir hier nochmal so 30 Folgen oder so. Und bis wir dann mal an der Zeit, an den, beziehungsweise ich sag mal jetzt mal hier bis Folge 30, bis wir dann an den Zeitpunkt sind, wo wir was draus machen können, und was habe ich davon gehabt? Dann habe ich 30 Folgen hochgeladen, und die Hälfte davon haben wir nicht wirklich kontinuierlich was gemacht, weißt du, und dann finde ich, macht das keinen Sinn. Ja. Gut, dann das Let's Play ist nicht beendet, es geht morgen um 18 Uhr ganz normal mit der nächsten Folge weiter. Aber ja, für heute ist erstmal zu Ende die Folge, die war jetzt auch fast 30 Minuten lang, also beschwert euch nicht, habt ihr extra Material praktisch bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, geht's morgen um 18 Uhr ganz normal weiter, aber dann mit einem neuen Spiel Durchlauf. Ich weiß nicht, vielleicht nenne ich das dann, vielleicht nummeriere ich ganz normal weiter, aber nenne es dann irgendwie Staffel 2 oder so. Weiß nicht, wie ich das regle. Also, ja. Bevor es so im Nix endet, machen wir... Zweiter Aufstieg des Imperiums. Ja, zweiter Aufstieg des Imperiums. Genauso nennen wir es.
Und ja, vielleicht auch nicht mit Indien, das werden wir in der nächsten Folge sehen, was sich so ergibt. Und da werde ich mit Frank jetzt nochmal, wir machen jetzt wahrscheinlich nochmal eine kleine Aufnahmepause und debattieren mal kurz, wie wir weitermachen jetzt in der nächsten Folge. Aber das Let's Play geht auf jeden Fall weiter, dafür macht es mir einfach zu doll Spaß, um das abzubrechen. Und es kommt auch sehr gut eigentlich bei euch an. Ich habe ja so mit den Kommentaren und mit den Likes und so, habe ich eigentlich mitbekommen. Es kommt gut bei euch an, ihr feiert das Let's Play. Eigentlich keine negative Resonanz, also nur positive Sachen und deswegen wird es weitergehen. Aber halt nicht jetzt und heute nicht mehr und auch nicht mehr in Indien, sondern vielleicht das nächste Mal in Wilhelmsbrück. Ja, so wird es sein. Also, das ist ja cool. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich gebe Frank das letzte Wort. Du kannst jetzt auch nochmal 3 Stunden labern gerne. Also mir ist es egal. Ich gebe das letzte Wort und verabschiede dich dann auch. Ja, ich sag jetzt einfach nichts mehr. Also ich sage auch danke fürs Zuschauen. Für diese relativ kurze Folge, sagen wir mal. Aber es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke. Tschüss.